Hallihallo und grüßt euch zu einem neuen Video mit uns, eurem Schrebergarten-Team. Wer unsere letzte Folge aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass unser Haus fertig ist. Es ist tatsächlich soweit, dass wir sagen können, es ist fertig, es ist soweit alles drin, was wir brauchen. Und deswegen wollen wir euch in dieser Folge eine kleine Zeitrafferaufnahme zeigen, von ganz vom Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit uns und schaut einfach, wie es geworden ist. Wann der Frühling beginnt, den Winter zum Dawin, siehst wie's der Reno in jenere Hitten ziehen. Die einen sitzen, sind Blärme, die anderen ist gemies. Oft noch tut einer weh, ist Kreuz und die Fies. Ja, im Schrebergarten, im Schrebergarten, da hat jeder in dieser Hütte heißt es Platz auf engstem Raum. 16 Quadratmeter sind nicht wirklich groß und deswegen brauchen wir auf engstem Raum ganz viele Verstauungsmöglichkeiten. Das ist unsere Küche. In der Küche gibt es auch ganz viele Geheimfächer, wie zum Beispiel hier, wo wir einfach dann nochmal eine Platte ausfahren können. Somit haben wir ein bisschen Platz geschaffen und ja, diese Errungenschaften sind alles Erfindungen meines Vaters, der wirklich ein genialer Bastler ist. Der Ferri gibt den Roman gute Tipps und der passt auf. Bei der Ferri, das weiß man, hat beim Gartl nicht was drauf. Die Anne stutzt ihren Rosen mit der Nagelschere, der andere liegt im Pool, er sieht es alles leger. Ja, im Schrebergarten, im Schrebergarten, sind da echt alle gleich. Der kleine Kalli zieht Mineral am Hauptweg vorbei. Rauf und verboten, schreit der alte Ludwig gleich. Der Adi schleift und sägt, hammelt an jeden Eck. Und wehe in der Regenrühn, vom Weg liegt der Dreck. Ja, im Schrebergarten, Schrebergarten, ja, da ist was los. In einem Grätzl sitzen die Nachbarn gern beinand, im anderen tun sie sich vernadeln, das ist echt eine Chance. Und der Gerhard macht den Obmann, der opfert sich auf. Das ist echt nicht einfach, ich hoffe, der pfeift nicht bald drauf. Ja, im Schrebergarten, im Schrebergarten, da bin ich. So hat die Iwa die Häuser, mach ein Schuch und marschier wurscht wohin. Putz ein Fisch, Bardesier und mach Metall, du findst nimmer so ein Weh wie mich. Du hast gemeint, die ist immer so huscher, und ich denk mir, ich mach daran gefallen. Hab ein Haarschlapp verkauft bei Netto Schau, aber du
heißer. Mach ein Schuh und marschier, wurscht wohin. Putz und Fisch, Parisier und mach Meta. Du findest nimmer so ein Weh wie mich. Wie ihr seht, das Haus ist fertig. Ich genieße jetzt die paar ruhigen Minuten, die wir haben, weil es gibt noch viele andere Sachen zu tun hier auf meinem Lieblingsort im Garten, nämlich am Klo. Leider fehlen mir noch meine Zeitungen. Wenn die dann aber auch da sind, ist das sicher ein Platz zum Genießen und zum Zeitverbringen. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu, gebt uns den Daumen nach oben, schreibt uns einen Kommentar in die Kommis und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wo wir euch wieder was Interessantes zeigen können und bis dahin macht es gut. Im Schrebergarten, im Schrebergarten, da bin ich.